Hallo und Servus, heute geht es wieder um das Thema DJI Mavic 3 und zwar um die omnidirektionale Hinderniserkennung. Wie gut ist sie in Wirklichkeit? Und natürlich ein bisschen ein Erfahrungsbericht über die vergangenen, sage ich mal, 3 Monate. Ich bin schon ziemlich viel geflogen mit der Drohne, dank der Fly & More Combo. Und dem richtig geilen Rucksack, muss ich sagen, geht die Drohne oder gibt es kaum einen Ausflug, einen echten Ausflug, wo ich die Drohne nicht mitnehme. Also ich habe sie fast immer dabei und auch hier war das der Fall. Die Kiddies haben bei uns zu Weihnachten natürlich sehr viel Schlitten und Skianzüge bekommen. Leider hatten wir 15 Grad. Was habe ich getan? Also habe ich beschlossen, mal in den tiefsten Schwarzwald zu fahren, über 1000 Meter Höhe. Das kann man, denke ich, mal gut sehen. Wir hatten 15 Grad, die hatten minus 5 bis minus 10 Grad hier. Es war wirklich kalt, aber ich habe auch die Zeit genutzt, um wirklich mal spaßhalber ein bisschen die Hinderniserkennung zu testen oder einfach mich da mehr ein bisschen zu steigern. Werde ich auch nach wie vor. Also ich muss sagen, vom Herzen her, ich traue mich nach wie vor nicht so einen Hardcore-Flug quer durch den Wald. Zum einen ist es so, bei der Hinderniserkennung, das ist ja ein optisches Thema bei der Drohne. Und wenn die zu wenig Licht hat, bekommt man ziemlich schnell eine Meldung, dass die nicht richtig funktionieren. Und natürlich, wenn ich mit im Wald fliege, weiß ich nicht, wie viel Licht die da bekommen. Das war jetzt, sagen wir mal, 12 Uhr mittags. Aber trotzdem, weiß ich nicht, kann ich das nicht einschätzen. Und das war so ein bisschen der erste Grund, warum ich das nicht gemacht habe. Zweiter Grund war, ich habe mir überlegt, mache ich so einen risky fly, irgendwie so einen komischen Flug und die Drohne hakt an, stürzt ab, was auch immer, dann weiß ich nicht, ob ich sie in dem Schnee finden werde. 1 Meter Schnee, sage ich mal, da wo es nicht geräumt ist. Und wenn die irgendwo mal hinfliegt, in einem Radius von 50 Metern, hat mein Verstand mir gesagt, lasst es lieber, weil wahrscheinlich findest du sie nicht mehr. Zumindest nicht im Winter. Und deswegen war das mir ein bisschen zu tricky, muss ich sagen. Aber ich habe mich schon gesteigert. Von erstmal ganz weit zu einem normalen Weg, zu einem schmalen Weg, werde ich euch sofort zeigen, das ist jetzt ein normaler Weg, wo auch Autos fahren können. Und ich muss sagen, ich war extrem überrascht, wie gut das Ganze funktioniert. Ich werde euch 1, 2 shaky Videos reinstellen, wo wirklich ein bisschen so zappeln. Im Grunde genommen war ich das, der das verhindert hat. Also Fazit, ganz kurz, Zwischenfazit. Mein Vertrauen in die Drohne oder in die omnidirektionale Hinderniserkennung ist dermaßen gewachsen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich vertraue dem Thema nicht blind. Aus den schon vorher benannten Gründen, Licht und so weiter. Aber ich vertraue um einiges stärker als je zuvor. Und ich muss sagen an der Stelle, ich bin Sachen geflogen, die ich bis dato mit keiner anderen Drohne je geschafft hätte, sage ich mal. Und das ist das, was mich am meisten beeindruckt, wie gut das System in Wirklichkeit funktioniert. Natürlich kommt man ein bisschen an seine Grenzen, das ist auch so das Thema. Ich versuche diese auch natürlich auszutesten, aber wie gesagt, jetzt im Winter hatte ich nicht den Bums dazu, das zu machen. Und ich denke mal, bei so einem, wenn ich das mit Apfelbäumchen machen würde, die sind ja nicht so hoch und so, da würde ich mich mit Sicherheit oder werde ich mich mit Sicherheit im nächsten halben Jahr dann mehr trauen. Das war schon extrem. Ich werde euch das, all die Videos natürlich zu diesem Thema jetzt mit anhängen, mit an dieses Video, sage ich mal, zum Schluss anheften, damit ihr euch das wirklich mal in voller Auflösung sozusagen anschauen könnt. Und da müsst ihr wirklich darauf achten, die kleinen ganzen Äste und sonstiges, so dünne kleine Hülschen, ja, wie eine Stromleitung und so weiter, wie gut das die Drohne macht, das ist echt der Hammer, das hat mich beeindruckt. Das ist jetzt, und wie gesagt, die Shakes, die starken Schwenker kommen von mir, weil ich einfach Schiss hatte. Ja, das ist meine offene, ehrliche Meinung. Also ist nicht bei diesem Weg. Da kann jetzt ein Auto zum Beispiel fahren. Aber ich zeige euch gleich das nächste Beispiel. Ich mache natürlich gerne so Höhengeschichten. Von nichts auf ganz hoch und wieder runter. Ich versuche natürlich aufgrund von Parallel-Effekt, versuche ich das Ganze natürlich so nah am Baum wie nur geht. Was ihr hier nicht sehen könnt, ist, wie gut das die Drohne managt. Ja, also wenn ich unten ziemlich eng am Baum starte, dann macht sie das so leicht schräg und dann fliegt sie wieder konstant hoch. Das ist übrigens auch diese Stabilität, diese Ruhe im Flug, hier zum Beispiel, extrem windig, minus 10 Grad, Peitsche vom Wind, die ganze Zeit super ruhige Fluggeschichte. Egal ob jetzt im Cine-Modus natürlich, was noch stärker ausgeprägt ist, oder im Normalmodus, sage ich mal, echt beeindruckend. Also auch das Thema
Flugruhe aufgrund vom Redesign, den neuen Propeller, was auch immer. Also da muss ich sagen, hat DJI eine extrem geile Arbeit geleistet. Anders kann ich das gar nicht ausdrücken, was sich auch verdammt gut auf die Flugsicherheit und Flugruhe so auswirkt. Also echt Daumen hoch, muss ich sagen, an der Stelle. So, dann geht es natürlich, kommen wir mal vielleicht ganz kurz zu ein, zwei Negativpunkten jetzt an der Stelle. Akkuentladung habe ich mir aufgeschrieben. Das ist so ein bisschen das Thema. Ich muss sagen, ich habe das bemerkt. Die Drohne war zum Beispiel zwei Wochen lang bei mir im Rucksack. Und wo ich dann angefangen habe, also wo ich einfach beim nächsten Flug, waren alle drei Akkus um ein Strich, sprich 25% entladen. In zwei Wochen. Ist das normal? Ich habe die jetzt nicht draußen im Keller, sondern ich habe die Drohne bei mir in der Wohnung oder bei mir im Studio und da habe ich konstant, sage ich mal, 20 Grad plus. Also das kann es doch nicht sein. Aber es war der Fall. In zwei Wochen, deswegen habe ich mir aufgeschrieben als Hauptminuspunkt, hat der Akku 25% verloren. Weiß nicht, ob das normal ist. Kann ich so jetzt nicht einfach sagen. Software habe ich mir aufgeschrieben. Also das Thema MasterShot Hyperlapse ist inzwischen hier freigeschaltet. Was noch nicht geht, ist das Thema Quickshots und Pano. Quickshots sind eigentlich so das Thema, was mir am meisten gefällt, weil MasterShots finde ich so ein bisschen so zu mechanisch. Leider funktionieren die nicht. Also Hälfte ist freigeschaltet, Hälfte nicht. Ist es gut, ist es schlecht? Ich sag mal, nein, in Wirklichkeit nicht. Seien wir so ehrlich zueinander, wenn ich ein Produkt kaufe für 2.799 Euro oder die Cine-Version für 4.799 Euro, dann darf ich das doch erwarten als Kunde, dass auch alles freigeschaltet ist, was zumindest beworben wird. Und ich finde es immer schade, das betrifft auch die Kameras und so weiter. Kunde wird immer mehr zum Tester. Das finde ich immer schlecht. Das gefällt mir nicht und das wird sich wahrscheinlich nicht so schnell ändern. Aber finde ich ein bisschen schade. Ich bin zwar schon froh, dass jetzt die Hälfte freigeschaltet ist, aber 100% sind es nicht. Und das ist auch das Thema, habe ich im letzten Video schon ein bisschen angesprochen. Ich habe ja gesagt, den RC Pro Controller für 1000 Euro, betone ich jetzt an der Stelle, werde ich mir erst kaufen, betone ich auch an der Stelle, wenn alle Funktionen freigeschaltet sind. Davor werde ich die Finger von lassen. Und ja, nächstes kleines Manko an der Stelle. Ich muss sagen, klar, abgesehen von dem Handling, habe ich ja schon erklärt, im letzten Video ein bisschen die Morpheus-Hülle ist ziemlich breit und verhindert mir ein bisschen, dass das Ganze hier sicher drin ist. Okay, aber abgesehen davon habe ich irgendwie ständige Verbindungsprobleme. Ich bin einen Meter von der Drohne entfernt und ich muss teilweise das hier zweimal anschalten und die Drohne auch wieder zweimal ein- und abschalten. Also da muss ich sagen, das hat früher bei mir ein bisschen besser funktioniert. Ich weiß nicht, was der Grund ist dafür. Ich hoffe, dass das mit dem RC Pro Controller besser funktioniert. Es ist auch die bequemere Lösung, sage ich mal. Mit Sicherheit, Bildschirm, alles finde ich ein bisschen besser. Aktuell ist mir das Geld aber das nicht wert. Das heißt, ich habe hier so eine halbschwangere Lösung. Irgendwie hat es ständige Verbindungsprobleme. Aber nicht, wenn es verbunden ist, sondern bis es verbunden ist. Ja? Ist ein komisches Thema. Also im Flug, muss ich sagen, hatte ich bis heute kein einziges Mal, nicht mal eine Sekunde, irgendwelche Schwierigkeiten, mit, was die Verbindung anbetrifft. Also das heißt, die GPS, GOLAS und so weiter, Satellitenverbindung und auch die Konnektivität zu der Drohne und so weiter funktionieren tadellos, muss ich sagen, an der Stelle. Gut, haben natürlich eine Reichweite bis zu 8 Kilometer, darf man in Deutschland gar nicht fliegen, auf Sichthöhe, also 100 Meter schafft man locker, gerade bei so klaren Verhältnissen wie an dem Tag zum Beispiel, kann man 100 Meter in der Höhe problemlos erkennen, finde ich ganz okay, man kann also wirklich schon sich da austoben. Ein riesen Pluspunkt ist für mich nach wie vor das Thema Farbraum, also diese Hasselblatt entwickelte Farbraum, muss ich sagen, beeindruckt mich jedes Mal. Ich tue inzwischen, muss ich sagen, weil ich schon so high bin von dem ganzen Gefloge, tue ich eigentlich schon direkt die Karte hier rein, an mein iPad andocken und tue die Fotos direkt schon nach den Flügen, eigentlich meistens importieren, oder Videos natürlich, ne? Fotos und Videos direkt nach den Flügen inzwischen schon importieren. Und ich muss sagen, jedes Mal fällt mir die Kinnlade runter, wenn ich mir die Aufnahmen zum ersten Mal unbearbeitet, ja, an der Stelle, auch hier, unbearbeitet, anschau, Farbraum, Dynamik, hier in diesem Beispiel,
Wahnsinn. Haut mich um. Da die blauen Wolken, da hier in der Tiefe ist noch so ein Sonnenstrahl und so. Unglaublich. Beeindruckt mich nach wie vor. Ein riesen Pluspunkt hat auch an der Stelle, muss ich sagen, DJI verdammt gute Arbeit geleistet. Und das Thema Nummer 3 ist auch die Flugruhe, habe ich vorher schon ein bisschen angesprochen, durch das Redesign. Wahnsinn. Beeindruckt mich nach wie vor. Also, die omnidirektionale Hinderniserkennung ist gerade in diesem Beispiel, das müsst ihr euch anschauen. Wahnsinn, was die Drohne da sieht. Wie gesagt, ich habe teilweise, war ich pitschnass, schweißgebadet, weil ich gedacht, gerade hier, so in diesem Schwenker, habe ich gegengewirkt. Die Drohne hat es aber gemeistert. Echter Hammer. Also mein Vertrauen ist unendlich groß geworden, unendlich gewachsen und ich muss sagen, wird immer stärker. Also ich vertraue der Drohne, wie gesagt, nicht ganz blind, aber ich vertraue ihr schon verdammt viel. Farbraum ist ein riesen Pluspunkt und die Flugruhe und durch das Redesign, echter Hammer. Kurzes Fazit. 2.799 Euro. Das ist so das Hauptargument, denke ich mal, für alle. Ich denke mal, jeder, der sich dafür interessiert, stellt sich selbst die Frage, habe ich mir auch, sind die 2.799 Euro wert für diesen neuen Sprung der Technik, längere Akkulaufzeit, bessere Flugeigenschaft, die, wie gesagt, die omnidirektionale Hinderniserkennung? Ich muss sagen, ja. Also für mich jeden Cent wert. Aber wer das Ganze just for fun ein bisschen betreibt, für den bin ich nach wie vor der Meinung, habe ich auch schon im letzten Video ein bisschen angesprochen, bin ich der Meinung, reicht die Mini 2. Auch so in so eine Fly-More-Kombo mit 3 Akkus. Da wer wirklich just for fun ein bisschen mit der Drohne fliegen möchte. Also das Fliegen selbst wirklich als Spaß erachtet, für den reicht die Kleine vollkommen aus. Andersrum betrachtet, schauen wir jetzt nach oben, Sine, 4.799 Euro. Gut, in Wirklichkeit sind es irgendwie 800 Euro Aufpreis, weil der RC Pro Controller kostet schon mal Tausender, könnten wir also abziehen. Das heißt, oder andersrum dazu rechnen, wenn ich mir den hier kaufe, dann bin ich auch schon wieder bei 3.799 Euro, bin also ein Tausender entfernt. Filterset, das zweite Filterset, was ja auch noch in der Fly & More Combo drin ist, kann man auch wieder 150 Euro abziehen. Also Pi mal Daumen sind es 800 Euro Unterschied für den erweiterten Farbraum. Klar, man hat mehr Spielraum, gar kein Thema. Aber ich muss sagen, an der Stelle, und schaut euch auch wieder der Verweis auf die Videos, die jetzt kommen, auf die Beispielvideos, ich muss sagen, der Kunde merkt es nicht, behaupte ich jetzt mal. Natürlich hat man extrem viel Spielraum, was die Nacharbeit anbetrifft. Wenn man sich im Bereich 8-Bit und im Bereich 10-Bit N-Log betrifft, auch die Rekorder bewegt. Ja, also gerade mit dem Blackmagic Video Assist zum Beispiel 12G habe ich dasselbe Spiel. 10-Bit N-Log Farbraum, Ausgabe, extrem viel Spielraum. Aber ich muss sagen an der Stelle, dass ich in diesem Hasselblatt Farbraum, in dem ich ausschließlich fliege und fotografiere, habe ich diesen Spielraum auch. Aufgrund von dem extremen Dynamikumfang, muss ich sagen, und auch diesem ganzen Farbraum, ist das Ding der Unmöglichkeit, das irgendwie noch flatt aussehen zu lassen, behaupte ich jetzt mal. Also, wie gesagt, alle Videos hier, die jetzt auch folgen werden, sind völlig unbearbeitet. Und das ist so das Thema. Also, wie viel Spielraum habe ich in Wirklichkeit? Heutzutage wird ja vieles digital nachbearbeitet und so. Das ist überhaupt kein Thema. Betrifft Fotos. Selbst mit einem Smartphone gemachte Bilder, Fotos, Videos, kann man alle im Smartphone selbst bearbeiten. Und wie viel Spielraum habe ich erst mit der Software? Also, deswegen ist für mich überhaupt nicht das Thema. Das heißt, für mich persönlich ist es nicht so das Thema. Ich bin vollkommen glücklich mit den 2.799 Euro, also nicht mit dem Geld, was ich ausgegeben habe, sondern einfach mit dem Fly & More Combo, die mir schon alles bietet, was ich eigentlich brauche für den privat und beruflichen Einsatz, sage ich mal. Klar, wer jetzt das noch besser braucht, der muss halt dann natürlich auch wieder die Cine-Version kaufen. In jedem Video sage ich das. Es gibt Menschen, die müssen immer das Beste vom Besten haben. Das heißt, da ist es auch egal, ob das ausreicht oder nicht. Man muss immer das Beste vom Besten haben. Gut, das ist aber nicht das Thema. Also das heißt, wie gesagt, Fazit nach 3 Monaten für mich persönlich,
Hammer. Bin nach wie vor beeindruckt bei jedem Flug oder nach jedem Flug auch beeindruckt. Inzwischen auch noch viel stärker durch die omnidirektionale Hinderniserkennung. Gerade wie gesagt, schaut euch hier diese Beispiele an. Das ist echt der Hammer, was die Drohne kann. Und das ist das, was mich wirklich so beeindruckt hat, dass ich auch bereit war, jetzt ein Video für euch zu machen, um das Ganze mal wirklich über das Thema zu berichten. Gut, über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Wer noch Fragen hat, gerne schreiben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und Zuschauen und bis demnächst.